So, da sind wir wieder, meine lieben Rollenspielfreunde, bei Dark Souls 2. Wir gehen gleich wieder in den Wald der Riesen zurück, da wir da ja noch nicht fertig sind. So, wieder in den Kardinalsturm. Dumm-di-dumm. Und ja, bevor wir weitermachen, noch ein kleines Wort. Nämlich, Dark Souls 3 ist mittlerweile draußen und ich liebe das Spiel. Wenn man es so sieht, es hat den Sprung von Dark Souls 2 aus wieder weiter nach oben geschafft. Weil ich muss ehrlich immer noch sagen, Dark Souls 2 ist nicht ganz so, nicht so schön wie Dark Souls 1. Es ist halt vom Gameplay-mäßigen her besser, aber irgendwie von der Atmosphäre nicht ganz so. Dark Souls 3 ist da wieder etwas besser geworden. Aber meiner Meinung nach kommt es immer noch nicht an Dark Souls 1 richtig ran. Ich weiß auch noch nicht genau warum. Ich muss auch zugeben, so weit habe ich noch gar nicht gespielt, da ich ja auch beruflich Zeit brauche. Und deswegen nicht von morgens bis abends das Spiel durchsuchten kann und das eigentlich auch gar nicht will. Ich möchte das Spiel eher genießen. Aber gut, jetzt wieder weiter zu Dark Souls 2. Immerhin sind wir ja, befinden wir uns ja in unserem Let's Story dazu. Wir wollen die letzten beiden Türen noch öffnen. Die eine, die ich euch gezeigt hatte. Und die, die noch offen steht. Ja, der schwere Angriff macht bei den Jungs nicht so viel Schaden wie der normale Angriff. Dafür macht der schwere Angriff halt bei den Hulk Turtles mehr Schaden. So. Dark Souls 3 ist auch wieder etwas schwieriger, weil man schwerer an Seelen rankommt. Also die Gegner droppen nicht mehr so, nicht so viel wie jetzt hier in Dark Souls 2. Das ist ja teilweise ziemlich übertrieben, dass so eine einfache Hülle, die ich mit zwei Schlägen einfach mal so töte, gleich mal 90 Seelen droppt. Und er hier respawnt übrigens nicht mehr. Um euch das mal zu zeigen. Also er war in dem Sinne ein besonderer Gegner. Und ja, die spacken hier teilweise komisch in der Wand rum. Das ist übrigens auch eine Änderung zwischen Dark Souls 1 und 2. In Dark Souls 1 hatten sie richtige Ragdolls. Ah, löst sich auf. Genau, das passiert nämlich auch, wenn sie in der Wand stecken bleiben, dass sie sich einfach mal auflösen. Hatten sie richtige Ragdolls. Hier sind die Gegner irgendwie ein bisschen anders, wenn man das so sagen darf. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Technik sie benutzen. Auf jeden Fall, in Dark Souls 1 hat man es teilweise sicherlich in meinem Let's Story gesehen, dass mir die Gegner meterweit am Fuß kleben geblieben sind, weil es einfach richtige Ragdolls waren, die einfach liegen geblieben sind. In dem Teil sind das irgendwelche anderen Objekte, durch die ich durchgehen kann, die aber immer so komisch spawnen. Das habe ich ja schon bei der letzten Aufnahmesession erklärt. In Dark Souls 3 sind es wieder Ragdolls geworden, die aber ein bisschen besser sind als die aus Dark Souls 1. So, weg mit dir. Und dann ist hier die Tür, von der ich vorhin gesprochen habe, durch die ich durch will. Und hinter dieser Tür könnte wahrscheinlich unser erster Tod lauern. Schatten, zäher Feind voraus. Also ja, hier ist ein Schatten, den wir rufen könnten. Ruinierter Alphys, also ein NPC-Schatten. Wir entzünden aber erstmal hier das Leuchtfeuer, den Kerzenständer. Gehen ein bisschen weiter, nur um den hier so aufzuwecken. Weil hier im Dunkeln tummeln sich Skelette. War hier irgendwas Interessantes? Nee, nicht so wirklich. Schwarze Feuerbombe und Heimkehrknochen. So, würdest du bitte aufstehen? Genau, diese mit unserem schweren Angriff etwas besser zu bekämpfen. Wow, dich habe ich übersehen. Da brauchen sie nämlich tatsächlich nur einen Schlag. Was ja zwar schon klar ist, wenn man einen lang mit der Speerseite verpasst kriegt, dass man da schneller umfällt. So, nächster Fackelhalter.
Das Gebiet hier übrigens wurde total neu designt. In Dark Souls 2, im normalen, war das nämlich nicht so dunkel. Wow. Wow. Und es waren auch keine Skelette hier, die gespawnt sind. Das war nämlich ein Gebiet mit Hüllen und solchen Hulk-Turtles. Also solchen Eisentracht-Rittern, wie sie ja richtig heißen. Und man musste sich keine Mühe machen, die Fackeln anzuzünden, weil es war viel heller hier unten. Also das haben sie ziemlich nett abgeändert. So, ein bisschen Flurschaden anrichten. Ja, den Geist da hinten, das Phantom lasse ich mal einfach dort, wo es ist. Scharfschütze voraus und dann Dickwanz voraus. Das stimmt allerdings. Deswegen habe ich das positiv bewertet. Weil hier hinter der Mauer ist ein Schütze. Und hier hinter der Tür. Hätte ich schwören können, dass hier immer ein Eisentrachtritter auf uns wartet. Aber scheinbar nicht. Ach ja, und wir heilen ein bisschen hoch. Dafür warten hier drei Stück gleich auf uns. Wow. Die uns nicht sehr freundlich gesonnen sind. Na los, versuch runterzuhüpfen. Dann eben nicht, dann kommen wir wieder hoch. Wo auch immer du hin willst. Ja, nett, jetzt haben wir die zwei da unten. Nur noch den hier oben. Wow. Das könnte jetzt etwas schwierig werden. Wir plündern am besten erstmal hier oben alles. Da hinten ist nämlich auch noch einer, den wir jetzt auch noch angelockt haben. Und der Schütze schießt auf uns. Ich frage mich gerade, kann ich ihn von hier aus anvisieren, den Schützen? Ja, kann ich. Also könnte ich ihn theoretisch wegmessern. So. Dann nervt uns nämlich der nicht so viel. So, der spawnt da irgendwie, weil er nicht geladen wurde. Ja, irgendwie macht mir das gerade Sorgen, dass sie hier so rumspacken, die beiden. Der da spackt weniger rum, der kommt nämlich direkt in meine Richtung. Also ziehe ich mich erst einmal ein bisschen zurück, weil hier möchte ich nicht unbedingt gegen ihn kämpfen. Wow. Da habe ich ihn nicht getroffen. Wow. Und weg mit dir. Also ja, man sieht, sie sind doch ziemlich hart und gefährlich, die Jungs. Und da sind die anderen beiden. Oh, und es kommen auch noch beide.
Das ist nicht so nett. Und es kommt sogar noch eine Hülle mit dazu angerannt. Wow. Jetzt die Hülle loswerden und dann noch ihn loswerden. Also ja, die Stelle ist gefährlich. Auch vor allem, wenn er uns so hart trifft. So, jetzt geh einfach weg. Gut, das waren die vier Eisentracht-Ritter. Die vier Hulk-Turtles, die hier einfach mal so rumwuseln und uns auf die Nerven gehen. Vorsicht vor links. Ah, ja. Da sind nämlich noch zwei Hüllen. So, die sind aber auch relativ schnell weg. Und noch ein Menschenbild für uns. Sehr schön. Und ja, die Hulk-Turtles haben wirklich hier alles demoliert. Gelbe Blüte, gelbes Kraut. Und ja, jetzt kommt die erst eine etwas miesere Stelle. Hinten, kurz gesagt, Vorsicht vor Hinterhalt. Ja. Weil wenn wir jetzt hier lang gehen, kommt Invasion vom Finstergeist Waffenschmied Dennis. Ja, klingt sehr bedrohlich, Dennis. Aber glaubt mir, der Finstergeist, der hat es in sich. Der haben wir gerade da drüben gesehen. Der kommt auch schon. Er ist alleine schaffbar, aber nicht, wenn die ganzen Turtles hier, die ganzen Eisentrachtritter hier rumwuseln. Wow, genau, seht, was er aushält. Und er macht böse Zauber. Au, nämlich solche. Dieser Art. Wow. Und er ist ziemlich flink. Der ist wiederum recht harmlos. Das wiederum nicht. Das schon. Also ja, ich werde hier relativ viele Ressourcen verballern gegen ihn hier. Und voll eine reinkriegen. Wow, das ist sein gefährlichster Zauber. Au. Und der ist auch ziemlich gefährlich, wenn wir uns da weiter davon treffen lassen. Au. Wow. Ja, das Problem ist, Heilsteine benutzen ist recht langsam. Ja, komm, hochgeklettert. Wow. Warum ich seit meinem Char auch immer gerade nicht bewegen wollte. Komm, mach irgendetwas. Doch nicht das. Das tut aua. Ah. Das könnte mich jetzt allerdings töten, wenn ich nicht aufpasse. Wow. Ja, er schlägt zu.
So, jetzt haben wir aber ordentlich eingeheizt gerade. Und ja, ich hätte das Phantom rufen sollen, dann hätte ich es jetzt definitiv einfacher.